So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Nier. Im letzten Part haben wir das Spiel angefangen und sind in der Zeit gereist oder sowas in der Art. Und da hinten sind Kinder, die immer wieder auftauchen und verschwinden, weil die da wahrscheinlich im Kreis laufen und dann irgendwann aus dem Sichtfeld von Figuren rausgehen. Blablabla, ich kann nicht sprechen, wie immer. Und hier haben wir Gesang. Hi du. Morning. Hello, Devola. Well, someone looks raring to go this morning. You know how it is. I'm just trying to earn a living for my little girl. Ja, ja, so ist das. Finde ich ein sehr schönes Detail, dass wenn man an sie näher dran geht, dass dann Gesang zu dem Gitarrengedöns dazu kommt. Was nicht da ist, wenn man weiter weg ist, ne? Nein. Finde ich cool. So, aber wir gehen jetzt erstmal aus der Stadt raus. Ich glaube, hier müssen wir doch lang, oder? Ich glaube schon. Oder müssen wir jetzt mal in die Stadt rein? Also in die richtige Stadt. Mit den Häusern, die da sind. Da ist das X. Ja, ich... Hä? Warum ist da ein X? Ich bin verwirrt, was soll ich denn tun? Ich sollte erstmal irgendwie gucken. Das steht hier aber auch nirgendwo, ne? Ach Gott. Da steht, finde Hammel Fleisch in den Nordfeldern. Wo sind denn die Nordfelder? Da sind noch nicht die Nordfelder, verarsch mich nicht. Da sind die Nordfelder, da ist ein Tor. Und da ist Norden. Okay, ich geh jetzt einfach da lang. Wird schon klappen, bestimmt. So. Okay, und da sind wir auch schon. Mal sehen, was es hier für super tolle Tiere, die wir töten können, gibt. Da ist ein Tier. Tobi, stirb! Nein, lauf nicht weg, Tobi. Tobi, warte auf mich. Ich muss nur ganz kurz dein Fleisch nehmen, okay? Komm her, komm her. Schön. Ja, ja, ich kann Kreis gedrückt halten. Oder drücken, oder was auch immer. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Jedenfalls irgendwas mit Kreis. Und Loot. Habe ich jetzt schon genug? Warte, wie baue ich ihn denn? Ne, 1, 2, 3. Okay, töten wir mehr Tiere. Finde ich gut. Alter, nicht so aggressiv hier. Gib das mich einfach weg. Und lauf es auf mich zu, Alter. Willst du mich verarschen? Und viel Blut auch noch aus mir rausspritzt einfach. Oh, wow. Gar nicht übertrieben zum Glück. Stirb! Und jetzt lauf nicht weg, nachdem du mich so viel angegriffen hast. Das war richtig gemein von dir. Fand ich nicht nett. Und du findest das natürlich auch nicht nett, was ich gerade tue, aber das ist mir eigentlich relativ egal, denn ich bin besser als du und so. Ich habe ein Schwert. Glaube ich. Also ja, ich weiß, dass ich ein Schwert habe, aber das ist jetzt irgendwie kein Argument dafür, dass ich besser bin, nicht wahr? Ach, egal, egal, egal. Ja, ja, haben wir Fleisch halt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Komm, ein Tier noch. Stirb! Los, 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 los. Bevor es wegläuft. Grandios. Ich werde besser, ne? Ich werde besser. Ganz sicher nicht, weil das schafft, so dumm war, um wegzulaufen. Nein, nein. Wolle? Ich wollte keine Wolle. Ich wollte Hammelfleisch. Oh Gott. Okay, egal. Ja, siehst du, wolltest du mich kicken, ne? Bin ich gut ausgewichen mit meinem Hin- und Herlauf-Skill. Wo ist das hin? Na, dahin. Warte auf mich. Stirb. Grandios. Okay, und das sollte jetzt alles gewesen sein, nicht wahr? Gut. Ich bringe dieses Fleisch lieber ins Dorf zurück. Ja, das tue ich wohl. Und ich finde die Steppe wunderschön, möchte ich ganz kurz anmerken. Ich werde sie nicht oft sehen, weil das ist hauptsächlich so ein Ort, um von einem Gebiet zum anderen zu kommen. Das werde ich wahrscheinlich meistens rausschneiden, aber es ist wunderschön. Wenn auch nichts Besonderes von der Grafik oder sowas, aber ich mag es einfach. Und die Musik sollte man, wenn das Spiel selbst spielt, übrigens, ja, sehr doll mögen und so. Was? Schatten? Keine Ahnung, aber ich werde sie jetzt einfach töten. Jedenfalls, die Musik sollte man sehr gerne mögen, denn die wird man sehr oft im Spiel hören. Weil man hier sehr oft unterlaufen wird. Oh ja. Aber, wie gesagt, ihr müsst das nicht ertragen, wahrscheinlich. Mal sehen. So, sterbt erstmal alle. Los. Stufe aufgestiegen, Level 2. Ich hatte keine Ahnung, dass es so nah beim Dorf Schatten gibt. Ja, ich auch nicht. Aber eigentlich sollte man, wenn man hier so guckt, sehen, dass es Schatten gibt. Du läufst jedes Mal durch sie durch. Ja, ich weiß, ich bin unlustig. Ich weiß, danke. Wir sehen uns dann gleich da wieder, wo ich sein muss. Oh ja. Man kann nicht einmal mehr in Ruhe jagen gehen. Ich bringe dieses Fleisch besser zu dem Ladenbesitzer zurück. Oh ja, dann halt doch nicht erst, wenn wir da sind. Oh, da sind Schweine. Kann ich euch auch töten? Na, natürlich nicht, weil Schweine dürfen nicht sterben. Nur Schafe dürfen sterben. Och, so gemein, ey. Richtig rassistisch, das Spiel. Okay, gehen wir mal hier rein. Jetzt seht ihr auch die richtige Stadt hier. Voller Bewohner und sonst was. Ja, okay. Wo soll ich überhaupt hin? Hier zu irgendjemandem von euch, ne? Bist du wichtig? Ja. Ah, okay, ja. Oh, vielen Dank. Ihr glaubt ja gar nicht, wie beliebt dieses Zeug in letzter Zeit ist. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte, dass ihr es habt. Du bist ein Apotheker, kein Fleischverkäufer, Mann. Egal. Und richte Puppe meinen Dank aus, okay? Werde ich machen. Ich sollte übrigens auch noch, hier komische Kräuter kaufen. Ja, 3 medizinische Kräuter. Kann ich kaufen. So, sprechen. Hey. Hallo, sucht etwas Bestimmtes? Ja, tue ich. Karte? Karten sind gut eigentlich, ne? Kaufen wir das direkt einfach alles mal. Kann ich mir so alles leisten? Ich glaube, so viel Geld habe ich gar nicht. Fuck, da kann ich mir keine
Ah, egal, dann halt auch nicht. Dann lass ich das andere weg und dann drei medizinische Kräuter. Die Karten werde ich eh noch brauchen bestimmt, deswegen hol ich sie mir jetzt direkt. Schön. Okay. Ja, ja, ich komme bestimmt irgendwann wieder. Also werde ich wahrscheinlich sogar wirklich, weil das ist halt so die Hauptstadt quasi und ich werde wohl noch öfter Heilung brauchen, denke ich mal. Naja, auf geht's zurück zur Bibliothek. Hey du. Hey. Ich habe das Hammelfleisch besorgt. Diese Schafe sind schlüpfrige kleine Bastarde. Oh ja, das sind sie. Oh, und hier sind deine Kräuter. Dankeschön. Und ja, diese Schafe können erstaunlich hartnäckig sein. Du siehst erschöpft aus. Warum machst du nicht einfach Schluss für heute? Ich bin mir sicher, Jona würde sich freuen, ein wenig Zeit mit dir zu verbringen. Ja, das würde sie bestimmt. Denke ich auch. Na dann gehen wir mal zurück nach Hause. Jona, ich bin zu Hause. Wo bist du? Wahrscheinlich oben, weil wo soll's auch sonst sein? Hey. Hey, Papa. Ich hatte einen verrückten Traum heute. Ich war dort und, ich glaube eine große rosa Ziege oder so. Den Rest habe ich leider vergessen, aber es war wirklich verrückt. Das macht nichts, Jona. Diesmal habe ich eine Geschichte für dich. Hast du jemals von einer Blume namens Mondträne gehört? Das ist ja ein blöder Name. Möglich. Aber man sagt, dass die Mondträne ihrem Finder einen jeden Wunsch erfüllt. Aber nur sehr brave Jungs und Mädchen sind jemals in der Lage, eine zu finden. Also immer schön brav, okay? Könnte eine Mondträne mich heilen? Natürlich, sie kann alles tun. Ha. Jona, stimmt etwas nicht? Nein, schon gut. Gute Nacht, Papa. Alter, wir wollten gerade Zeit verbringen, jetzt geh doch nicht einfach schlafen! Am nächsten Morgen. Okay, ich muss los. Bis später. Und halte dich heute von Ärger fern, okay? Alles klar. Oh ja, gehen wir mal wieder raus. Und machen, was auch immer wir so tun, im Alltag eines Niers. Hey du! Hey. Hast du heute Arbeit für mich? Ich habe etwas, aber ich weiß nicht. Es wird eine ziemliche Herausforderung sein. Klingt nach meinem Geschmack. Das glaube ich gern. Du kennst die kleine Holzbrücke in den Nordfeldern, nicht wahr? Ja, das alte Teil ist inzwischen zerfallen. Nun, eine Gruppe von Handwerkern hatten sich an die Reparatur gewagt, aber sie wurden von Schatten angegriffen. Was? Schatten in den Nordfeldern? Ja, ich weiß. Anscheinend war es bewölkt und die Schatten haben sie überrascht. Einer der Handwerker wurde schwer verletzt. Also willst du, dass ich sie ausschalte? Ja, aber sei vorsichtig, es ist ein gefährlicher Auftrag. Die sind mir am liebsten. Ich kann nicht ewig von Almosen leben. Ich muss etwas tun, um dem Dorf zu helfen. Weißt du, gestern habe ich ein paar Schatten beim Dorftor getötet. Die Dinger hatten sich dort in der Nähe versteckt. Oh? Das ist ein wenig besorgniserregend. Wie auch immer, bist du sicher, dass du diesen Auftrag annehmen willst? Ich bin mir sicher, überlass es nur mir. Oh ja, wir werden die in Stücke ficken, diese Schatten. Oh ja, ich bin Profi und so. Genau. Das war's? Oh fuck! Ich dachte, das sind einfach nur irgendwelche random Gegner, die hier sind und wollte, dass du dich drin lässt. Okay, das sollten die Schatten für eine Weile ruhig stellen. Ja, ich bin komplett im Schneiden und so. Ich wollte euch den Weg über die Steppe ersparen und dann sind hier plötzlich Gegner aufgetaucht und ich dachte, oh, das ist die Brücke über die Okay, ja, das war ein spannender Kampf. Okay, war es nicht. Ich dachte, es wäre nur ein random Kampf, von wegen, da sind jetzt ein paar Gegner, die da so spawnen. Und dann war es das und dann, ja, okay. Egal, die sind tot. Ja, nichts Spannendes verpasst. Nur ein Kampf gegen Schatten, wie im Intro. Okay, gut. Hi, du. Oh. Oh, du bist zurück. Ja. Ist alles in Ordnung? Wurdest du verletzt? Ach, das war gar nichts. Ich war so besorgt. Ich dachte, ich hätte dich in eine wirklich gefährliche Situation gebracht, wenn dir etwas... Popula, mir geht's gut. Du kannst jetzt aufhören, dir Sorgen zu machen. Das freut mich. Ach übrigens, diese Handwerker haben dir ein wenig Geld dagelassen. Ach, danke. Mal wieder. Nun musst du aber auch mal aufhören, dich zu sorgen. Geh und kauf etwas Schönes für Jona, okay? 1000 Gold, yay! Oh, wo ich gerade von Jona spreche. Sie war heute Nachmittag hier. Verdammt, nicht schon wieder. Sei nicht wütend, sie wollte mich nur etwas fragen. Worüber denn? Sie hat eine Frage zur Außenwelt. Warum sollte es sie plötzlich kümmern, was außerhalb des Dorfes vor sich geht? Ich weiß es nicht. Na schön, ich nehme an, Kinder muss man nicht immer verstehen. Keine Sorge, ich habe ihr gesagt, dass sie das Dorf nicht verlassen darf. Danke. Und tut mir leid, dass sie dich belästigt hat. Das hat sie nicht. Du solltest jetzt heimgehen. Sie macht sich wahrscheinlich auch schon Sorgen um dich. Gute Idee. Jona, du bist nicht hier. Jona? Wo ist sie nur hin?
Ich schwöre, wenn sie schon wieder zur Bibliothek gegangen ist, dann hättest du sie gesehen, weil du warst gerade da und bist zurückgegangen nach hier. Also wäre sie dir auf jeden Fall über den Weg gelaufen, du Vollidiot. Sie wird wohl nicht da sein. Und wenn doch, dann würde es mich auf jeden Fall überraschen. Okay, dann gehen wir mal zur Bibliothek, denn das will das Spiel wahrscheinlich von uns. Aber wie ich mir jetzt gerade vorstellen könnte, ist sie vielleicht außerhalb des Dorfs. Und das wirklich nur gerade, ich weiß es gerade echt nicht, wo sie ist. Aber vielleicht ist sie außerhalb des Dorfs. Und so, na, gehen wir jetzt mal hier rein. Sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Ich frage lieber mit Popola. Ja, ja, du fragst immer Popola, egal was du für Probleme hast, Mensch. Aber ja, tun wir das doch einfach mal. Ich meine, sie ist ja auch noch nett zu uns. Noch gehen wir sie ihr anscheinend nicht genug auf die Nerven. Aber kommt bestimmt noch. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Hey Popola, war Jona heute hier? Nein, hab sie nicht gesehen. Das ist seltsam, zu Hause ist sie auch nicht. Wirklich? Ja, ich dachte, sie wäre hierher gekommen, um dich noch weiter zu nerven. Nein, sie war seitdem nicht mehr hier. Sie sollte inzwischen wieder zu Hause sein. Hat sie gesagt, wo sie ihn wollte? Nein, sie hat mich nur gefragt, wo sie die eine Mondträne finden könnte. Sie ist so süß. Ich habe ihr erzählt, dass sie in der Nähe des verschollenen Schreins wachsen. Dass sie in der Nähe des verschollenen Schreins wachsen. Warum soll es Jona an Mondträne interessiert? Oh, verdammt. Was ist los? Was stimmt nicht? Gestern habe ich ihr eine Geschichte erzählt darüber, wie Mondtränen Wünsche erfüllen können. Und? Sie fragte mich, ob sie heilen könnte und ich sagte ja und dann... Gott, ich bin so ein Vollidiot. Du glaubst doch nicht, dass sie losgegangen ist, um eine zu finden, oder? Wenn sie endlich das Ausmaß ihrer Krankheit realisiert hat? Ach, verdammt. Was ist der schnellste Weg zum verschollenen Schrein? Durch das Osttor. Ich werde doch mal nachsehen. Dann gehen wir mal zum Osttor. Wo ist das Osttor? Da ist das Osttor anscheinend. Ach ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist neben unserem Haus direkt. Okay, wir müssen Jona retten. Falls sie in Gefahr ist, vielleicht ist sie auch gar nicht in Gefahr, aber wäre ja auch viel zu einfach, wenn sie nicht in Gefahr wäre. Also wird sie wohl in Gefahr sein. Alles andere wäre langweilig und bla bla bla. Sammeln. Was finde ich hier Spannendes? Alles aufsammeln. Ich meine, Jona kann auch ein bisschen warten, wenn ich stattdessen noch ein paar medizinische Kräuter aufheben kann vom Boden. Was ist das? Eine Spur von Jona vielleicht. Jonas Habern. Nein. Jona. Ich kann nicht fassen, dass sie wirklich zur verschollenen Schrein gegangen ist. Alter, ich rede hier. Wo ist sie bloß? Ach, wahrscheinlich ist sie schon da. Oh Mensch, ich muss mich beeilen, bevor noch irgendwas Grauenhaftes passiert. Oh Gott, diesen Ort habe ich noch nie gesehen. Holy shit. Ja, und das obwohl ich Let's Plays davon bin. Also ich werde es wohl mal gesehen haben, diesen Ort, aber ich habe es halt einfach wieder vergessen, weil... Keine Ahnung, der erschien mir ziemlich unwichtig, weil ist ja auch nur ein Weg, um irgendwo hinzukommen, denke ich mal. Oh, da liegt noch was. Alles aufsammeln. Ich habe Zeit. Also Jona hat Zeit und so. Wenn ich stattdessen noch ein bisschen was aufsammeln kann, nicht wahr? Oh ja. So. Los, da lang anscheinend, denke ich mal. Ich glaube, hierfür habe ich ja anscheinend auch schon eine Karte gekauft. Wird wohl eins von den anderen Gebieten gewesen sein. Gut, dass ich sie gekauft habe, denn ich denke immer im Voraus an schlaue Sachen. Und so. Genau. Schau sich einer diesen Bergsturz an. Unmöglich, dass Jona hierher vorbeigekommen ist. Vielleicht hat sie einen anderen Weg hier hineingefunden. Ja, wie wäre es denn mit dieser Leiter, du Genie? Gehen wir mal hoch. Ach, Mensch. Als ob sie wirklich geglaubt hat, dass diese Mondträne existiert. Und nachdem sie die Mondträne vor allem als, naja, einen dummen Namen bezeichnet hat für eine Blume. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Und da sind wir auch schon. Okay, ich denke mal, an dieser Stelle beende ich erstmal den ersten Part. Zweiter Part, natürlich. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann den ersten Dungeon angucken. Ich renne gerade noch ein bisschen, während ich hier die Abmoderation mache, hin, damit es nicht allzu langweilig ist, weil es ist immer langweilig. Und dann geht es im nächsten Part direkt los mit krasser Dungeon-Action. Oh ja. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin gespannt. Auch wenn ich weiß, was passieren wird und so. Aber egal. Bis zum nächsten Mal dann bei Let's Play Nier. Ciao. 1. Dezember, heute hat mir Popola ein neues Buch über einen berühmten großen Baum geschickt. Ich hoffe, es hat ein fröhliches Ende. Es gibt nichts Schlimmeres als einen traurigen Baum.